ist Jesus Christus tatsächlich nicht Gott, weil er den Zeitpunkt seiner Wiederkunft nicht wusste? Ist er also nicht allwissend und damit nicht Gott? Er sagt, von dem Zeitpunkt, das heißt der Stunde und dem Tag, weiß niemand, kein Mensch, kein Engel, auch nicht der Sohn, sondern der Vater. Das heißt, er ist nicht allwissend und damit nicht Gott. Ich möchte in diesem Video erklären, dass diese Schlussfolgerung grundlegend falsch ist, und ich möchte die Gründe nennen, warum Jesus Christus nicht von diesem Zeitpunkt wusste. Zunächst ein paar grundlegende Gedanken. Was den Zeitraum angeht, ist klar, in der Bibel hinreichend definiert. Jesus Christus wird circa 7 Jahre nach der Entrückung der wiedergeborenen Christen wieder auf die Erde kommen mit den Gläubigen als Richter. Er wird auf den Ölberg kommen, um Gericht auszuüben und sein tausendjähriges Reich aufzurichten. Aber der Zeitpunkt, das heißt der Tag und die Stunde, ist tatsächlich für uns unbekannt. Es geht hier um den trinitären Gott. Was hier die Trinität angeht, habe ich ein anderes Video, das verlinke ich. Es ist der wahrhaftige, lebendige, trinitäre Gott, der den Entschluss und den Plan gefasst hat, sich den Menschen zu offenbaren und in die Welt zu kommen als Mensch, um den Menschen die Möglichkeit der Rettung zu geben. Es wurde nicht Gott der Vater Mensch, sondern Gott der Sohn Jesus Christus wurde Mensch. Und damit ist Jesus Christus in einer Person wahrhaftiger Gott und wahrer Mensch in einer Person. Und diese Dualität können wir nicht begreifen letztlich, aber diese zieht sich durch die gesamte Biografie auf der Erde. Und wir sehen perspektivische Aussagen. Das heißt, es gibt Aussagen, die beschreiben ihn aus der Perspektive seines Gottseins. Sie beschreiben sein Tun und Handeln aus der Perspektive seines Gottseins. Und es gibt Aussagen, die beschreiben sein Tun und seine Worte und seine Handlungen aus der Perspektive seines wahren Menschseins. Und manchmal liegen diese sehr nah beieinander. Wir sehen ihn bei Lazarus, der tot war, sehen wir Jesus Christus, wie er weint, er hat Gefühle wie ein Mensch. Und einige Momente später erweckt er Lazarus mit göttlicher Vollmacht aus den Toten auf. Wir sehen Jesus Christus, wie er auf einem Boot schläft vor Müdigkeit. Und einige Momente später hat er Vollmacht über die Naturgewalt und er kann einen Sturm zum Schweigen bringen. Wir sehen also diese Dualität in der gesamten Biografie. Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch in einer Person. Und nun möchte ich die Gründe nennen, warum Jesus Christus den Zeitpunkt seiner Wiederkunft nicht wusste. Und ich möchte die Merkmale seines wahren Menschseins zeigen. Nun, Gott wurde Mensch. Jesus Christus wurde Mensch. Das heißt, er hat damit auf himmlische Privilegien und göttliche Attribute verzichtet, wie zum Beispiel himmlische Herrlichkeit, die er hatte als präexistenter Gott im Himmel, göttliche Herrlichkeit und göttliche Attribute wie die Unsterblichkeit hat er in seiner Menschwerdung verzichtet. Und indem Jesus Christus Mensch wurde, das ist keine Wesensveränderung. Er hat seine Göttlichkeit nie abgelegt, sondern er hat seine Menschlichkeit, wahre Menschlichkeit, angenommen. Es ist also keine Wesensveränderung, sondern eine Gestaltveränderung. Gott wurde Fleisch, hat Menschengestalt angenommen. Und das bezeichnet die Bibel als gewaltige Entäußerung, Erniedrigung, Kenosis. Das heißt, indem Gott wirklich Mensch wurde, das ist an sich eine gewaltige Entäußerung, Selbsterniedrigung. Und Jesus Christus ist Sohn Gottes. Dieser Titel beschreibt seine vollkommene Gottheit, auch wenn die Menschen es nicht begreifen, aber das ist ein Titel, der sein Gottsein untermauert. Und Jesus Christus ist der Sohn des Menschen. Dieser Titel untermauert seine Menschlichkeit, sein wahres Menschsein. Er hat also
alle menschliche Attribute angenommen, wahres Menschsein. Es heißt, er war in allem uns gleich ausgenommen der Sünde. Und er hat da auf die Inanspruchnahme einiger göttliche Attribute verzichtet. Zweitens, er wurde nicht nur Mensch, sondern er wurde ein Knecht, ein Sklave, ein dienender Mensch. Er hat sich seinem Vater untergeordnet im Gehorsam. Er wurde ein gehorsamer Mensch. Und das ist elementar wichtig, denn vor Christus und nach Christus gab es keinen Mensch, der Gott vollkommen gehorsam war. Jesus Christus wollte und musste seinem Vater vollkommen gehorsam sein, um vollkommen sündlos zu sein. Jesus Christus musste sündlos sein, um sein Opfertod sterben zu können am Kreuz. Und deshalb musste er vollkommen gehorsam sein. Ohne Gehorsam keine Sündlosigkeit und ohne Sündlosigkeit kein Gehorsam. Damit hat er sich als Mensch seinem Vater untergeordnet im Gehorsam. Er hat seinen Willen in den Willen des Vaters aufgehen lassen. Er hat gesagt, es ist meine Speise, meine Nahrung, den Willen des Vaters zu tun. Und dass Jesus Christus den Zeitpunkt seiner Wiederkunft nicht wusste, ist ein Beweis seiner Unterordnung im Gehorsam unter den Vater als Mensch. Jesus Christus konnte sagen, ich und der Vater sind eins. Wir sind wesensgleich, denn ich bin Gott und er ist Gott. Aber als Mensch musste er sagen, mein Vater ist größer als ich. Ich habe mich ihm untergeordnet, weil ich ihm gehorsam sein will. Und durch mein Gehorsam bin ich auch sündlos. Vollkommener Gehorsam führt zu vollkommener Sündlosigkeit. Christus war dem Vater untergeordnet. Drittens, Jesus Christus hatte einen Offenbarungsauftrag. Jesus Christus hatte einen ganz spezifischen Auftrag. Er wollte den Menschen Gott offenbaren, insbesondere den Vater offenbaren. Und er hat die Werke und die Worte des Vaters den Menschen vorgestellt. Er hat nicht irgendwas gelehrt, irgendwas erzählt, sondern sein Fokus war, den Vater im Himmel zu offenbaren. Das ist sogar der primäre Auftrag, der vielleicht sogar vor dem Sühnungstod steht. Sein Ziel und sein Inhalt war es, den Vater zu offenbaren, seine Werke und seine Worte. Und Jesus Christus wusste den Zeitpunkt seiner Wiederkunft nicht, weil es nicht ein Bestandteil war seines Offenbarungsauftrages. Es hat nicht dazu beigetragen, das Wesen und die Herrlichkeit des Vaters zu offenbaren. Deshalb wusste er den Zeitpunkt seiner Wiederkunft nicht. Es war nicht ein Bestandteil seines Offenbarungsauftrages. Viertens, Jesus Christus als Mensch war begrenzt, war geprägt von Begrenztheit, denn Jesus Christus wurde wahrer Mensch. Er hatte einen menschlichen Körper, einen menschlichen Geist, einen menschlichen Verstand. Und es ist nicht so, dass die göttliche Allwissenheit ausgegossen wurde in den menschlichen Verstand von Jesus Christus, in den menschlichen Geist von Jesus Christus, so dass er als Fünfjähriger, Sechsjähriger die vollumfängliche göttliche Allwissenheit hatte. Nein, Jesus Christus war geprägt von menschlicher Begrenztheit, denn er war wahrer Mensch. Kann es sein, dass Gott Angst hat? Definitiv nicht. Aber Jesus Christus hatte Angst, denn Gott wurde Mensch. Kann es sein, dass Gott Hunger hat? Definitiv nicht. Aber weil Gott Mensch wurde, hatte Jesus Christus Hunger. Kann es sein, dass Gott stirbt? Definitiv nicht. Aber weil Gott Mensch wurde, war Jesus Christus sterblich und starb. Kann es sein, dass Gott etwas nicht weiß?
Definitiv nicht. Aber weil Gott Mensch wurde, wusste Jesus Christus manche Dinge nicht. Er hat auch als Mensch auf die göttliche Allwissenheit verzichtet und das geht nun einher mit dem letzten Punkt. Jesus Christus musste lernen. Er hat sein ganzes Leben lang gelernt als wahrer Mensch. Menschen müssen lernen, deshalb musste auch Jesus Christus lernen. Er hat einen Beruf gelernt von seinem menschlichen Vater Josef. Er musste lernen, was es heißt, Hunger zu haben. Er musste lernen, was es heißt, Durst zu haben, müde zu sein. Er musste lernen, was es heißt, verspottet zu werden. Und er musste letztlich lernen, was es heißt, zu sterben. Er musste kennenlernen am Kreuz, was es bedeutet, zu sterben. Er musste den Tod kennenlernen. Jesus Christus hat sein Leben lang gelernt und natürlich in allererster Linie hat er von seinem Vater gelernt. Er war Abhängigkeit von der Informationsvermittlung seines Vaters. Es heißt, er hat jeden Morgen sein Ohr geöffnet, dem Vater dem Ohr geöffnet, um von ihm zu lernen wie ein Schüler. Jesus Christus war vollkommener Lehrer, aber er war auch Lernender. Er hat nicht irgendwelche Sachen gelehrt, sondern er hat die Dinge gelehrt, die ihm der Vater mitgeteilt hat. Und Jesus Christus wusste deshalb den Zeitpunkt seiner Wiederkunft nicht, weil der Vater ihm dies nicht mitgeteilt hat. Er war als wahrer Mensch abhängig von der Informationsübermittlung seines Vaters. Nun, was heißt das nun als Fazit und Zusammenfassung? Die Schlussfolgerung zu sagen, Jesus Christus wusste den Zeitpunkt seiner Wiederkunft nicht, deshalb war er nicht allwissend und deshalb ist er nicht Gott, diese Schlussfolgerung ist völlig falsch, weil sie die biblische Lehre nicht berücksichtigt. Die Bibel führt eine akribische Beweisführung durch, um klarzumachen, dass Christus ganz Gott ist. Aber die Bibel führt auch eine akribische Beweisführung durch, dass Jesus Christus wahrer Mensch ist, in allem gleich wie wir, ausgenommen der Sünde. Und dieser Vers, dass Jesus Christus den Zeitpunkt nicht wusste, ist keine Widerlegung seines Gottseins, sondern es ist vielmehr ein Beweis seines wahren Menschseins. Und das wahre Menschsein ist geprägt von Erniedrigung, Entäußerung, Verzicht auf göttliche Privilegien und Attribute, geprägt von Unterordnung und Gehorsam aufgrund der Sündlosigkeit, geprägt von Begrenzung, Partialität seines Wissens und auch von einem Offenbarungsauftrag seines Vaters. Er hat den Vater in den Mittelpunkt gestellt und nicht sich selbst. Das ändert sich mit der Auferstehung. Mit der Auferstehung Christi endete seine Begrenztheit und mit seiner Himmelfahrt bekam er wieder die himmlische Herrlichkeit und die Inanspruchnahme aller göttlichen Attribute, die er vor seiner Menschwerdung hatte, in aller Ewigkeit als präexistenter Gott. Er konnte sagen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und natürlich weiß Jesus Christus jetzt den Termin seiner Wiederkunft, aber er wusste es nicht als wahrer Mensch auf der Erde.